zweite Ländle-Derby innerhalb weniger Tage begann recht flott. Chancen gab es hüben wie drüben, das Visier besser eingestellt hatten zunächst aber die Hausherren aus Feldkirch. Nach Vorarbeit von Daniel Fekete und Roman Scheiber hämmerte Ivan Dornic die Scheibe aus bester Position im Slot ins Gehäuse von Wälder-Keeper Svensson. Die Partie blieb dennoch weiter eine offene Angelegenheit. Die Wälder ließen sich nicht unterkriegen und wurden auch dafür belohnt. In der 13. Spielminute traf Bierreuther im Powerplay zum Ausgleich. Rein in den zweiten Abschnitt, da kamen zunächst die Wälder immer besser ins Spiel. Die Gäste erhöhten den Druck von Minute zu Minute und konnten schlussendlich sogar in Führung gehen. Lundström, Goalgetter der Wälder, traf zum 2:1 aus Sicht des ERC Bregenzer Walds. Mehr war im zweiten Drittel nicht los, zum letzten Mal wurden die Seiten gewechselt. Nach Wiederbeginn die VU mit der großen Chance auf den Ausgleich, im Powerplay vergaben die Hausherren aber beste Möglichkeiten. Die Partie blieb weiter auf des Messers Schneide, keine der beiden Mannschaften konnte sich wirklich entscheidend durchsetzen und die Tormöglichkeiten in Zählbares ummünzen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit nahm Feldkirch ein Timeout und setzte nochmals alles auf eine Karte. Torhüter Bock machte Platz für einen zusätzlichen Feldspieler. Das Risiko wurde belohnt, die VU Feldkirch konnte sich im Angriffsdrittel festsetzen und Dolinjek gelang im Nachsitzen der Ausgleich. Auch in der darauffolgenden Verlängerung war das Momentum zunächst auf der Seite der Feldkircher, ein ums andere Mal wurde der Schlussmann der Wälder geprüft. Dennoch jubelten zum Schluss die Gäste. Nach einer Unachtsamkeit musste die VU plötzlich in Unterzahl agieren. Bahn hatte den Blick für den freien Mann und Lundström sorgte für die Entscheidung.